Hallo und herzlich willkommen bei motorradtest.de. Bevor sich das Jahr nun endgültig dem Ende zuneigt, wollen wir heute noch einen kleinen Vergleich zweier Maschinen der A2-Klasse für euch machen. Wer unsere Testvideos regelmäßig verfolgt, kennt diese ja bereits und so geht es heute vor allem darum, Unterschiede und spezielle Vor- und Nachteile sowie natürlich auch unsere persönliche Einschätzung zu den beiden Motorrädern herauszuarbeiten. Heute treten zwei der, wie ich finde, aufregendsten A2-Flitzer gegeneinander an. Auf der linken Seite ruft Yamahas Airwelt mit der R3 und rechts im Bild möchte euch die Kawasaki Ninja 400 von ihren Vorzügen überzeugen. Beginnen wir mit ein paar grundlegenden Eckdaten. Die R3 wird seit 2015 gebaut, während die Ninja 400 seit 2018 bei Kawa im Programm ist. Preislich sind die beiden Maschinen durchaus vergleichbar. Die Yamaha gibt es derzeit ab 6.188,94 Euro und die Kawa ab 6.136,80 Euro. Dieser Punkt geht also schon mal an die Kawasaki Ninja 400, wobei die 52 Euro Unterschied eine Kaufentscheidung vermutlich nicht vordergründig beeinflussen werden. Auch in der Zielgruppe sind sich die beiden Bikes ziemlich einig. Man richtet sich an sportlich orientierte Fahrer, die entweder wegen der A2-Beschränkung oder aber schlicht, weil sie einen kleinen, leichten und damit wendigen Supersportler bevorzugen, eines der beiden Motorräder in die engere Wahl nehmen möchten. Schaut man sich die Abmessungen der Maschinen an, fällt sofort ins Auge, es geht um sportliches Fahren. Das bedeutet eine nach vorn ausgerichtete Fahrhaltung, einen relativ spitzen Kniewinkel und wie ich finde in beiden Fällen eine im Vergleich zum Fahrrad ziemlich erhöhte Sitzposition für den Sozius, der sich aber bei entsprechend sportlicher Fahrweise ohnehin vermutlich nach vorne orientiert an seinen Piloten anschmiegen wird. Ansonsten sind die Abmessungen relativ ähnlich. Die Yamaha ist nur unwesentlich länger, höher und schwerer wie die Konkurrenz. Dafür ist die Sitzhöhe minimal niedriger und der Kniewinkel, wie ich finde, etwas spitzer. Ich würde aber behaupten, wer sich, was die Sitzposition angeht, auf einer der beiden Maschinen wohlfühlt, ist auch schnell auf der anderen zu Hause. Aber das probiert ihr am besten selbst mal aus. Beim Cockpit und den Bedienelementen liegt der größte Unterschied darin, dass die Kawasaki über ein Zeigerinstrument zur Anzeige der Drehzahl verfügt. Das gefällt dem Team von Motorradtest natürlich ein bisschen besser, da wir ja noch aus der analogen Welt kommen. Darüber hinaus ist das Cockpit übersichtlich und gut ablesbar. Die Yamaha hingegen verzichtet auf dieses Relikt aus der analogen Welt und kommt mit einem digitalen LCD-Multifunktions-Cockpit in aufgeräumtem, modernen Layout daher. Beide Varianten enthalten neben Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige alle wichtigen Informationen wie Ganganzeige, Kraftstoffstand, durchschnittlichen Verbrauch, Kühlwassertemperatur, Uhrzeit und Kilometerstand. Es liegt also an eurem persönlichen Geschmack, ob ihr an einem Zeigerinstrument noch so viel Freude haben könnt wie wir. Funktional und gut bedien- und ablesbar sind ohne Zweifel beide Cockpits. Beleuchtungstechnisch haben beide Maschinen LED verbaut. Außer bei den Blinkern, dort finden sich jeweils nur Glühbirnen. Die weiteren technischen Daten schauen wir uns ganz kurz mal im Überblick an. Die Werte liegen hier nämlich recht eng beieinander. Beide Bikes haben einen flüssigkeitsgekühlten Zweizylinder-Reihenmotor mit 321 bzw. 399 Kubikzentimetern und 42 bzw. 45 PS. Damit sind natürlich beide A2-tauglich. Dass man die 48 PS-Grenze nicht voll ausgeschöpft hat, liegt daran, dass die Maschinen so leicht sind. Es würde nämlich die Leistungsgewichtsgrenze überschritten und die Motorräder dürften dann nicht mehr mit dem A2-Schein gefahren werden. Insofern hat man sowohl bei Yamaha als auch bei Kawasaki hier alles richtig gemacht und zwei wirklich spritzige A2-Rennsemmeln im Angebot.
Obwohl man die Unterschiede wirklich suchen muss, lässt sich dennoch festhalten, die Ninja ist vielleicht das etwas erwachsenere Bike. Mit ein klein bisschen mehr Leistung bei ein klein bisschen weniger Gewicht. Es sind keine Welten, die hier zwischen den beiden Bikes liegen, aber klar, die Kawa hatte beim Beschleunigungstest die Nase leicht vorn. Klanglich gefallen beide Motorräder, denn ich finde, der Klang passt zu der Art Motorrad. Wer sich das mal genauer anhören möchte, kann das übrigens nicht nur in unseren Testvideos. Bei allen Bikes in unserer Datenbank, die wir bereits getestet haben, hinterlegen wir auch ein Soundfile, das ihr auch im Vergleich nochmal mit aufgeführt bekommt. Einer von vielen kleinen Vorzügen, die auf motorradtest.de darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Die Probefahrten auf den beiden Motorrädern machten Volker, Dietmar und mir wirklich Spaß und es hat sich ein weiteres Mal gezeigt, dass es auch für erfahrene Motorradfahrer nicht immer nur Maschinen jenseits der 1000 Kubik und 100 PS sind, die Emotionen wecken können. Bevor ich hier aber mit meinem persönlichen Fazit ende, was mir zugegebenermaßen diesmal gar nicht so leicht fällt, schauen und hören wir nochmal kurz in die Kollegengespräche der Tests, um uns ein Bild zu machen. Wir beginnen hier mal mit unserer Meinung zur Kawasaki Ninja 400. Hoffentlich kippt die nicht um hier. Nein. Ja, Volker und ich sind die Kawasaki Ninja 400 jetzt eine ganze Zeit für euch gefahren und wollen euch mal unsere Eindrücke schildern von diesem Motorrad. Volker, fang du mal an. Wie war so deine erste Begegnung mit der Ninja 400? Ich habe sie eigentlich unterschätzt. Ich habe erst gedacht, 45 PS, ja, und dann so ein bisschen so, weiß nicht, wie ich es ausdrücke, so ein bisschen auf Supersportler gemacht. Aber es ist ein Supersportler. Genau, das finde ich auch. Und die ist auch gut gemacht, also von den ganzen Komponenten her ist die gut gemacht. Also wenn man sich sie auch so anschaut, das könnt ihr jetzt in der Kamera nicht sehen, aber die ganzen Halterungen für die Schläuche, Schellen, Kabel, das ist hochwertig gemacht. Die Hupe ist richtig super aufgehängt an einer richtig stabilen Halterung. Das sind Sachen, wo man nicht unbedingt sagen würde, das ist jetzt billig oder... Gut, sie kostet ja auch eine ganze Menge. Ich wollte sagen, billig ist sie ja auch nicht, ne? Also was war das jetzt? Über 6.000? Oder so, ne? 6.400 Euro, glaube ich, und ein paar Zerquetsche. Je nach Verhandlungsgeschick. Aber ich finde, das ist eine vollwertige Maschine. Ja, das finde ich auch. Das ist auch mein erster Eindruck gewesen, als ich mich draufgesetzt habe. Das wirkt alles sehr wertig hier. Ich kann das ja nochmal einblenden, hier die Front. Mhm. Gut, ich meine, okay, das Fahrwerk ist jetzt nicht einstellbar, also die Federbasis gut, hinten, aber... Das muss ja auch nicht jeder haben. Nee. Weißt du, wenn du die Zielrichtung dieser Leute anguckst oder die Maschine fahren werden wahrscheinlich, das sind junge Einsteiger, ja, oder auch Wiedereinsteiger, die wollen auch gar nicht groß rumdrehen, irgendwelche Änderungen an der Federbeinbasis oder so. Die wollen eigentlich fahren, verlassen sich auf eine solide Grundeinstellung und die bekommen sie auch mit der Maschine. Ja, das muss man einfach so sehen. Ja. Aber sie ist ganz schön straff, finde ich, ne? Wobei, das ist natürlich auch, passt auch zum Sportler. Wie fandst du das? Also ich fand sie ganz schön, wow, die liegt echt ganz schön hart. Ja, aber hier sind ja richtige Schweinestraßen, ne? Hier vorne rechts um die Ecke gleich, da sind ja Schlaglöcher drin. Gut, das Ding ist auch abgesperrt. Ich bin da gefahren und ich habe mich echt gewundert, wie smooth die durch die Schlaglöcher geht. Das hat mich total gewundert. Also die Gabelabstimmung finde ich dahingehend echt super. Hat auch beim Bremsen nicht wahnsinnig tief eingetaucht, obwohl sie so gut wegsteckt und federt. Das hat mich echt gewundert. Ja, und so jetzt, wir müssen vielleicht nochmal auf den Motor ein bisschen eingehen. Also 45 PS, ich habe das ja auch während der Probefahrt schon genannt. Kawasaki reizt hier dieses Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht komplett aus. Also mehr geht halt nicht. Genau. Trotzdem sind es halt nur 45 PS. Mhm. Wie ist es für dich? Also ihr müsst dazu, falls ihr uns noch nicht kennt, müsst ihr wissen, wir testen halt häufig auch Motorräder, die mal 200 PS haben. Mhm. Aber trotzdem, also bevor du was sagst, ich sag mal, wie ich das empfinde. Also ich finde das immer wieder erfrischend, wenn man sich auf so eine leichte Maschine setzt. Weißt du, da ist es dann irgendwie gar nicht so wichtig, ob die jetzt 50 PS hat oder 70 oder 45 oder 30, sondern man merkt einfach, man hat alles unter Kontrolle, so, ne? Man fährt das Motorrad selbst, nicht umgekehrt. Ja. Und ich vermisse da auch, also gut, ich würde sie mir jetzt nicht kaufen, ne? Wollen wir jetzt auch nicht übertreiben, ne? Ja. Aber ich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal gerade den A2-Führerschein hätte, ne? Noch nicht so viel Erfahrung, dann würde ich, glaube ich, denken, Alter, geht das ab, weil die geht ab, ne? Ja, vor allem, ich finde, wir sind echt versaut. Also nicht wir beide, natürlich nicht. Aber wir Motorradfahrer als große Gemeinde, wir sind schon versaut, weil wir so leistungsverwöhnt sind. Und ich meine, das war, was hier 45 PS war bei dem geringen Gewicht, das war früher schon eine richtig geile Maschine in den 70er Jahren. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich finde,
Wenn man mit dem Anspruch daran geht, dass man eine Maschine hat, die eben 45 PS hat, dann wird man überrascht. Ja. Durch dieses geringe Gewicht, durch diese enorme Handlichkeit, super Bremsen, klasse Fahrwerk. Da kann man nichts verkehrt machen. Und hier mit diesem Stummellenker, wie, mit der Sitzposition, wie bist du da klargekommen? Ja, es geht so. Also, doch, finde ich durchaus okay. Weil es gibt ja auch so Maschinen, wo man vorne so über einen Tank gezogen wird nach unten. Ja, genau. Gerade wenn das so fast so Stummelcharakter hat. Aber das ist bei der Maschine nicht. Nee, die sind nämlich relativ hoch. Ne? Der Lenker ist relativ hoch. Insofern, man sitzt zwar sportlich, aber jetzt nicht so wie der Affe auf dem Schleifstein. Also ich finde das rundum ein gelungenes Bike, muss ich sagen. Und ja, ich denke mal, die Leute unter euch, die den A2-Führerschein haben und noch auf der Suche sind und halt so Richtung Sportler gehen, die sollten sich die Kawasaki Ninja 400 unbedingt mal angucken. Vielleicht einfach mal Probe fahren und ja, schönes Bike, hat echt Spaß gemacht. Finde ich auch. So, es wird Zeit für unseren Meinungsaustausch, unser sogenanntes Kollegengespräch zur Yamaha R3. Dietmar, wie ist es dir auf der Maschine ergangen? Ja, also erstmal finde ich die Sitzposition, hatte ich mir noch sportlicher vorgestellt, was aber jetzt kein Nachteil ist. Also ich finde es sogar ganz gut. Also ich glaube, auf der R1 sitzt du schon noch ein bisschen mehr über den Tank gestreckt. Das ist hier natürlich sportlich, aber noch relativ aufrecht. Also ich könnte mir vorstellen, damit auch ein bisschen länger zu fahren, jetzt nicht unbedingt durch die Alpen oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass ich eine Viertelstunde Rücken kriege oder so, überhaupt nicht. Und ja, ansonsten, man muss sie drehen, ne? Das muss man echt sagen. Also der Motor ist von unten irgendwie, ich will nicht sagen schlapp, das ist ja nur auch mal eine A2-Maschine, also ist halt irgendwie sowieso jetzt keine Monster-Rakete, aber man muss sie einfach drehen. Wenn man das dann aber macht, dann geht's ab. Also das habe ich irgendwie gemerkt, dann bringt es irgendwie auch Spaß. Also das ist halt echt so, ich meine, so, das ist ja auch ein Supersportler, ne? Soll man ja eigentlich auch drehen. Ich glaube, wir beide sind das einfach nicht so gewöhnt. Insofern, also zumindest ich bin es nicht so gewöhnt. Insofern musste ich einfach erstmal wieder so, okay, alles klar, Rudelbereich beginnt bei 12.000. Ne? Also geht ab. Also hat Spaß gemacht. Ja, also das geht mir ganz ähnlich. Also das muss man wirklich sagen für Leute, die keinen Bock haben, Gas zu geben und die Maschine auch mal in höheren Drehzahlbereichen zu bewegen, ist es das falsche Motorrad. Wobei ich auch sagen muss, ich fand es trotzdem überraschend smooth. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei niedrigen Drehzahlen, dass das irgendwie anfängt zu ruckeln oder so. Das nicht. Sie hat halt einfach nicht so viel Kraft. Aber im hohen Drehzahlbereich, also so ab 6.000, 7.000 geht das los, dass es so ein bisschen, dass du richtig merkst, alles klar, jetzt ist sie da. Ne? Vorher ist es halt so, ja. Ja. Fährt sich gut, aber... Ja, aber das hat ja auch durchaus einen Vorteil. Ne? Also zum Beispiel, das Ding auch in der Stadt fährst oder so, du willst ja gar nicht immer am Limit irgendwie fahren. Da kannst du ganz easy durch die Gegend, kannst auch cruisen mit dem Ding im Grunde genommen. Das ist ja natürlich kein Cruiser, aber das geht, ne? Ohne dass man irgendwie überfordert ist. Also ja, und das ist was mir ehrlich gesagt ganz gut an der Maschine gefallen hat, dass ich finde, sie ist wirklich total alltagstauglich. Mhm. Also ich muss ja gestehen, ich glaube, ich habe es während der Probefahrt schon 173.000 Mal erwähnt, das ist überhaupt nicht mein Beuteschema. Also so diese ganzen Joghurtbecher-Rennsemmeln ist null meine Welt. Umso geiler finde ich es aber, im Zuge so eines Testes sowas mal fahren zu dürfen und muss gestehen, das macht schon Laune, ne? Also ich habe heute gedacht, wie geil wäre das eigentlich, mit so einem Ding mal auf die Rennstrecke auch zu dürfen. Da gehört sie auch hin. Eigentlich. Da gehört sie eigentlich auch hin, genau. Ja, ja. Also eine Sache ist mir noch aufgefallen, dass man kann es jetzt auch, finde ich, fast schon sehen, wenn man vor der Maschine steht, ne? Die Fußrastenposition. Ne? Also auch das ist natürlich Supersportler sehr weit hinten. Ne? Das führt bei mir doch zu einem extrem spitzen Kniewinkel, muss ich sagen. Ne? Und das liegt natürlich auch dann an der niedrigen Sitzposition. Klar, das ist alles auf Kontrolle und Kurven und so und Schräglagenfreiheit und so weiter ausgelegt. Aber das ist natürlich jetzt, ist jetzt kein direkter Widerspruch zum Thema Alltagstauglichkeit, aber es ist eben dann doch keine Reise-Enduro, ne? Überraschenderweise. Ja, also ich denke auch, die Maschine ist auch wahrscheinlich, Zielgruppe dieser Maschine sind nicht wir. Nee. Aber ich fand schon, also ich glaube, so viele junge A2-Motorradfahrer, die ich kenne, die fahren natürlich voll auf solche Raketen ab, ne? Und das vor allem auch Frauen, lustiger, hat ja Jesse vorhin erzählt. Ja. Ne? Viele, also die Verkäuferin von Motorrad Rosa, viele Käuferinnen sind halt weiblichen Geschlechts und das passt irgendwie auch. Ne? Die ist schön leicht, die ist gut kontrollierbar, sie ist halt niedrig und also das ist mir schon oft aufgefallen, wenn man mit Mädels spricht, die sagen oft so, ja, Ninja oder R3 oder so. Ne? Die stehen auf Supersportler. Ne? Ja. Und das ist natürlich hier
perfekt. Ja. Eine Sache noch interessiert mich jetzt, wie findest du sie optisch? Was sagst du zum Design? Also ich mag sie leiden. Ich finde, also sie sieht fast aus wie eine kleine R1. Ne? Vorne diese LED-Lampenmaske, das haben wir übrigens auch noch nicht erwähnt, auch von der Ausstattung ist das schon ganz gut. Ne? Also das ist schon alles, hat Hand und Fuß, Yamaha-Qualität. Und von der Optik her, wie gesagt, ich finde, sie sieht gut aus. Ich persönlich, ich hatte ja auch mal so einen eine schwarze Rennmaschine, aber ich würde den blau nehmen. Ich finde eine Yamaha R gehört blau. Das finde ich ehrlich gesagt auch, in Blau ist egal. Ich habe auch extra meine blaue Jacke heute angezogen und dann kriegen wir eine schwarze. Wie enttäuschend. Nein, aber ansonsten, schickes Motorrad, hat wirklich Spaß gemacht, muss man sagen. Und ich glaube, dass die durchaus ihre Käuferschaft findet, auch wenn ich's nicht bin. Aber es ist wirklich sportlich und macht Spaß und schönes Motorrad. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Motorrad Rusa, dass wir die Maschine testen durften heute, trotz des schon etwas vorangeschrittenen Herbstes. Also ich wollte noch mal sagen, ich bin eben im Auto ja hierher gefahren. Ne? 1 Grad haben wir jetzt. Mir ist auch kalt. Es ist einfach saukalt. Also das ist auch ein bisschen link, ne? Weil wir können natürlich bei solchen Witterungsbedingungen die Maschine eigentlich gar nicht so fahren, wie sie es gehört. Ne? Also ich meine, wir sind hier... Gut, hier konnte man ein bisschen Gas geben, aber eigentlich muss man das Ding auf der Rennstrecke testen. Geht nicht, also schon gar nicht bei 1 Grad. Also nee, das stimmt, da kann das Motorrad nichts dafür. Ja. Die Bedingungen waren nicht ideal heute. Ne? Also ihr habt das auch gemerkt, unsere Kurvenfahrten eher verhalten. Ja. Nasse Fahrbahn, Laub auf der Straße, da fährt man halt ein bisschen langsamer. Aber trotzdem hatten wir unseren Spaß und es ist wirklich ein schönes Motorrad. Nach diesem Kollegengespräch zur Yamaha R3 möchte ich euch mein persönliches Fazit nun nicht länger vorenthalten. Witzigerweise, glaube ich, tendiere ich auch hier wieder ein bisschen gegen den Strom, ohne genau benennen zu können, weshalb. Ich bin mir recht sicher, dass sowohl Volker als auch Dietmar ganz klar die Ninja favorisieren würden. Und sie hat ja, wie bereits erwähnt, auch durchaus ihre Vorzüge gegenüber der R3. Aber weder der analoge Drehzahlmesser noch das etwas mehr an Spritzigkeit führen bei mir zu derselben Entscheidung. Mir gefällt tatsächlich die R3 sehr gut. Und obwohl das wirklich nicht meine Art Motorrad ist, hatte ich echt jede Menge Spaß, die Maschine einmal fahren zu dürfen. Ich glaube, die Yamaha gefällt mir trotz der Ähnlichkeit beider Motorräder optisch einfach eine Idee besser. Vor allem die blaue Variante hat es mir angetan, obwohl ich das Quietschgrün der Kawa auch echt heiß finde. Naja, Feinheiten. Am besten, ihr setzt euch selber mal drauf und macht euch euer eigenes Bild. Und wenn ihr das getan habt, schreibt uns das gerne in den Kommentaren, denn auch von euren Erfahrungen profitieren wir und andere Motorradinteressierte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.